Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Basic-Video des Lernzyklus Wie löse ich Sachaufgaben? Beim letzten Mal hast du diese To-Do-Liste zum Lösen von Sachaufgaben kennengelernt. In diesem Video sehen wir uns ein weiteres Beispiel an und üben die Verwendung der To-Do-Liste. Für dieses Video brauchst du eine Füllfeder oder einen Kugelschreiber, ein Lineal oder Geodreieck sowie Papier, damit du mitarbeiten kannst. Außerdem hilft es dir, wenn du bereits weißt, welche Eigenschaften ein Rechteck hat und wichtige Formeln dafür kennst. Schauen wir uns gleich die Sachaufgabe an. Herr Müller möchte sein rechteckiges Grundstück mit einem Zaun umgeben. Das Grundstück ist 25 Meter lang und 22 Meter breit. An der Vorderseite soll der Zaun jedoch von einer 90 cm breiten Gartentür unterbrochen werden. Wie viel Meter Zaun benötigt er? Ich zeige dir nun nochmal die To-Do-Liste. Wenn du möchtest, kannst du versuchen, das Beispiel selbstständig zu lösen. Wenn du nicht mehr weiter weißt oder dir unsicher bist, ist es überhaupt kein Problem. Schau dir einfach das Video weiter an und hole dir Tipps. Wenn du das Beispiel vollständig gelöst hast, starte ebenfalls das Video, damit wir unsere Lösungen vergleichen können. Drücke also jetzt auf Pause und versuche, die Sachaufgabe mit der To-Do-Liste selbstständig zu lösen. Schauen wir uns das Beispiel gemeinsam an. Nachdem du im ersten Schritt die Sachaufgabe sorgfältig gelesen hast, sollen im zweiten Schritt wichtige Informationen im Text markiert werden. Hier ist es besonders wichtig, dass es sich um ein rechteckiges Grundstück handelt. Das gegebene Rechteck ist 25 Meter lang und 22 Meter breit. Gesucht ist die gesamte Länge des Zauns. Das habe ich hier grau markiert. Aber Achtung! Der Zaun wird von einer 90 cm breiten Gartentür unterbrochen. Das habe ich blau markiert, weil hier später eine Minusrechnung notwendig ist. Damit wir uns den Sachverhalt noch besser vorstellen können, machen wir im dritten Schritt eine Skizze. Eine Skizze machst du immer mit einem Lineal oder einem Geodreieck und einem Bleistift. Mit Buntstiften kannst du Teile deiner Skizze farbig markieren. Da wir bereits festgestellt haben, dass es sich um ein rechteckiges Grundstück handelt, konstruieren wir als Skizze ein Rechteck und beschriften die Länge A und die Breite B. In der Skizze müssen wir aber noch berücksichtigen, dass nicht das gesamte Grundstück von dem Zaun umgeben wird. Die Gartentür, die den Zaun an der Vorderseite unterbricht, ist 90 cm lang. Dies habe ich in der Skizze ebenfalls blau markiert. Im vierten Schritt notieren wir die Lösungsschritte. Dafür überlegen wir uns zuerst, was überhaupt gesucht wird. Da der Zaun am äußeren Rand des Grundstücks verläuft, müssen wir den Umfang des Rechtecks berechnen. Die Formel für den Umfang lautet 2 mal a plus b. Setzen wir die gegebenen Werte für a und b ein, so erhalten wir die Rechnung 2 mal 25 plus 22. Wenn du richtig gerechnet hast, sollte dein Ergebnis 94 Meter sein. Der Umfang des Grundstücks beträgt also 94 Meter. In der Skizze siehst du aber noch die Gartentür, die ich blau markiert habe. Weil diese den Zaun unterbricht, muss ihre Länge noch von dem Umfang abgezogen werden. Das bedeutet, dass du hier noch Minus rechnen musst. Aber Achtung! Wir haben unterschiedliche Einheiten. Der Umfang ist in der Einheit Meter, die Länge der Gartentür in der Einheit Zentimeter angegeben. Also rechnen wir die Länge der Gartentür noch in Meter um. 90 Zentimeter ist gleich 0,9 Meter. Mit diesem Wert dürfen wir nun weiterrechnen. Für die Länge des Zauns können wir also folgende Rechnung aufschreiben. 94 minus 0,9. Das Ergebnis lautet
93,1. Im fünften Schritt wollen wir das Ergebnis noch überprüfen. Der Wert 93,1 steht für die Länge des Zauns und hat die Einheit Meter. Weil dieser Wert durchaus realistisch ist, können wir schon zum letzten Schritt weitergehen. Um einen Antwortsatz schreiben zu können, müssen wir uns noch einmal die Fragestellung anschauen. Die Frage lautet: Wie viel Meter Zaun benötigt Herr Müller? Als Antwortsatz könntest du zum Beispiel schreiben: Herr Müller benötigt 93,1 Meter Zaun. Super, du hast das Beispiel geschafft. Es freut mich sehr, dass du so toll mitgearbeitet hast. Im nächsten und letzten Video werden wir das Lösen von Sachaufgaben weiter üben und uns dabei etwas kniffligere Beispiele anschauen. Ich würde mich sehr freuen, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald! Tschüss!